Hi, mein Name ist Emma und vor Corona sah mein Leben anders aus. Ich habe mich viel mit Freundinnen getroffen, ich war tanzen, habe Dinge unternommen und plötzlich war mir nur noch langweilig im Lockdown, denn es hieß Abstand halten, mit niemandem mehr reden, Maske tragen, niemanden mehr berühren und das wollte ich nicht. Ich will mit fremden Menschen in Austausch treten, um sie kennenzulernen, mich auszutauschen, aber auch um meine Langeweile damit zu bekämpfen. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte ein Umfeld schaffen, in dem ich mich gemütlich mit Menschen unterhalten kann, in dem ich ihnen so nahe treten kann dabei wie möglich. Jedoch ist mir dann aufgefallen, dass Kommunikation ja auch zu Corona-Zeiten geht. Nur berühren. Berühren kann man die Menschen nicht mehr. Und so war die Idee geboren. Ich wollte etwas schaffen, wo ich so sicher wie möglich Leute berühren kann. Zu Corona-Zeiten, ohne mich oder sie zu gefährden, ohne eine Gefahrensituation darzustellen. Deswegen habe ich viel recherchiert, was man machen könnte. Ich habe ausgetestet, wie ich diese Menschen berühren möchte und bin auf die Idee gekommen, einen Automaten zu bauen. Einen Automaten, in dem ich Menschen ganz sicher die Hand geben kann, vielleicht auch mit ihnen reden kann, vielleicht sie auch dabei sehen kann. Ich habe mehrere Mockups getestet mit mehreren Funktionen, um für mich festzustellen, wie dieser Automat dann am Ende aussehen soll und welche Funktionen er haben soll und wie ich auf die Menschen wirke, wie sie auf mich reagieren. Und dann war er fertig. Der Händchenhaltautomat. Musik